Guten Abend, mein Name ist Randolf Treutler, ich komme aus Essen, lebe in Essen und ich möchte heute ein Video hochladen, das sich mit dem Thema Tugenden befasst. Ich bin deshalb auf dieses Thema gekommen, weil ich einen interessanten Beitrag gelesen habe von Wolf-Dieter Marsch. Wolf-Dieter Marsch wurde am 2. Oktober 1928 geboren. Und er starb infolge eines schweren Verkehrsunfalls. Er wurde angefahren von einem Autofahrer im November 1972. Er war evangelischer Theologe. Und Marsch hat selber in seinem Leben einige schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Er hatte eine schwere Knochenkrankheit im Kindesalter, die zu langen Krankheitsphasen geführt hat und mehrere Operationen notwendig machten, die zu einer Verkürzung der Beine führten, die vor körperlichen Behinderungen und die damit verbundenen seelischen Beschwerden, dann eben das Erleben des Krieges, er ist ja 1928 geboren worden, und der Tod des Vaters haben ihn dann letztendlich zur Theologie geführt. Und wenn ich gleich den Beitrag vorlese, den er verfasst hat, und merkwürdigerweise ist dieses Buch, das ich hier in Händen halte, ist ein Schulbuch, Theologisches Forum, Herausgeber war Werner Trutwin. Und hier geht es eben um die politische Ethik. Das war ein Schulbuch für den Religionsunterricht in der gymnasialen Oberstufe. Und da wurden dann eben zu dem Thema politische Ethik verschiedene Beiträge veröffentlicht, zur Verfügung gestellt, und diese Beiträge sollten dann den angehenden Gymnasiasten, Abiturienten eben Gelegenheit geben, sich mit den unterschiedlichsten Thematiken auseinanderzusetzen und diese dann im Unterricht zu diskutieren. Hier, wie gesagt, geht es um das Thema Tugenden, und Tugenden sind meines Erachtens nach unabdingbar. Wir brauchen Tugenden, und ich möchte mit dem Vorlesen beginnen von Wolf-Dieter Marsch, Tugenden als Bedingung von Freiheit. Die Philosophie, besonders der marxistischen Tradition, hat einen Begriff geprägt, den der Selbstentfremdung des Menschen in der industriellen Zivilisation. Er besagt, dass der Mensch infolge seiner Bindung in die gesellschaftliche Situation hinein nicht mehr bei sich sein, nicht mehr mit den spontanen persönlichen Antrieben und Fähigkeiten seiner selbst identisch sein kann. Die Herrschaft über Natur und Kultur, die dieser autonome Mensch sich zugemutet hat, schlägt um in ein Beherrschtwerden durch die Mittel seines Überlebens. In die Produktionen, in diese ganze produzierte Umwelt hinein, ist gleichsam das investiert, was den Stolz und die Würde des Homo Faber ausmacht. Und das fixiert sich nun in ihr und zwingt ihn, der Apparatur zu dienen, fremd, entfremdet, sein Dasein zu fristen. Und weiter, dann aber heißt, als Person in der Gesellschaft zu existieren, sich diesen Verlust an unmittelbarer und spontaner Subjektivität bewusst zu machen und seiner bewusst zu bleiben. Wenn dies nicht geschieht, erst dann wird der Homo Faber wirklich und endgültig zum Sklaven seiner Lebensmittel. Erst dann haben die Manager und Manipulatoren von Meinung, Gewalt, Geschmack und Religion das letzte und einzige Wort. Erst dann ist die An- und Einpassung total geworden. Wo aber jenes Bewusstsein erwacht und wachgehalten wird, da wird die Macht jener Entfremdungsvorgänge gebrochen. Da steht der freie und selbstbewusste Mensch gegen jene Macht auf. Da erst beginnt Aufklärung als ein Prozess des Bewusstseins, den jeder Einzelne lebenslang durchläuft und von dessen Gelingen es abhängt, ob hier und da in der Gesellschaft auch etwas zum gemeinsamen Nutzen und zum Fortschritt verändert werden kann. Inhaltlich wird dieses Bewusstsein der sozialen Selbstentfremdung sich in bestimmten persönlichen Haltungen, Tugenden äußern. Auf vier von ihnen möchte ich noch eingehen. Erstens. Zunächst wird man mindestens den beharrlichen Versuch nicht unterlassen dürfen,
jeder gesellschaftlichen Prägung unseres Daseins gegenüber in einer gewissen kritischen Distanz zu bleiben. Distanz nicht, um sich selbst in die private Idylle oder in die ziellose Reflexion der ewig Unentschiedenen hineinzuretten, wohl aber, um sich die Fähigkeit des Wählens und Entscheidens zu erhalten bzw. zu fördern. Dies ist im Alltag des Markts durchaus selbstverständlich. Man wählt und prüft die angebotenen Waren, nimmt nicht jede Werbung für bare Münze, aber auch nicht für pure Lüge, und man lernt auch, den Fernsehschirm abzuschalten. Man wird immun gegen Überbeeinflussung. Da der Autor, kleine Anmerkung am Rande, dies 1972 verfasst hat, ist natürlich nicht die Rede vom Computer, an den hat man zu der Zeit, zumindest für den Massengebrauch, noch gar nicht gedacht. Heute würde natürlich auch dort stehen, den Computer oder das Smartphone mal abzuschalten. Und jetzt weiter. Und unser konventionelles Verkehrsverhalten ist durchsetzt von Gebärden und Redensarten, die erkennen lassen, dass wir es so ganz ernst nicht meinen. Im Umgangston mit Behörden und Verkäufern, im Verhandeln und Falschen, schon hierin dokumentiert sich ein Stück Freiheit vom Markt. Ein Spiel mit der Fülle der Möglichkeiten. Eine Art von gelassener Offenheit, die immer noch aus ist auf Besseres und Endgültigeres, die das Vorläufige aber in seiner Vorläufigkeit stehen lässt. Schwieriger steht es um diese Tugend der Distanz freilich, wo es um ein Überschauen größerer gesellschaftlicher Zusammenhänge geht. Denn dies erfordert eine Informationsfülle, die wir meistens nicht haben, fordert auch ein Vermögen der Abstraktion, einen Willen zur Intellektualität. Einen solchen Willen kann man nicht erzwingen. Er ist auch an bestimmte Voraussetzungen der individuellen Begabung gebunden. Aber vielleicht kann man ihn doch langsam sogar gesellschaftlich bilden. Der Ruf nach Bildung ist heute in vieler Munde. Sie ist uns aus diesem einfachen Grund lebensnotwendig, um Distanz zu lernen, um gesellschaftliche Zusammenhänge zu durchschauen, um von einer Freiheit der Person nicht nur abstrakt und schöngeistig zu fabulieren. Zweitens, als eine Frucht solcher Distanz wäre eine Tugend zu nennen, von deren Notwendigkeit viele Sozialpsychologen überzeugt sind. Die Fähigkeit, sich selbst zu relativieren und zugleich eine gewisse Unsicherheit des eigenen Verhaltens bewusst in Kauf zu nehmen. Der erwachsene freie Mensch reift heute später und zögernder zu einem, der wirklich weiß, was er will. Ohne borniert und eigensinnig zu werden, der den Kreis seiner Möglichkeiten zu umschreiten vermag. Diese Art von Reife hat natürlich mit der physisch-sexuellen nichts zu tun. Die Lebensanforderungen in der industriellen Zivilisation sind nämlich im buchstäblichen Sinne zeitraubend. Das heißt, sie lassen nicht genügend Zeit, um in Ruhe seinen eigenen Weg zu wählen und zu finden, aus Gründen, die ich zuvor erwähnte. Wenn man sich dies bewusst macht, wird es einfach leichter, die Relativität auch der eigenen Entscheidungen richtig einzuschätzen, der Vorläufigkeit unseres Personenwerdens eingedenk zu bleiben. Nur ein Beispiel. Nicht selten hört man von den Eltern, dass sie ihren Kindern solche Unsicherheit vorwerfen, in der Berufs- und besonders in der Lebenspartnerwahl nach der Melodie: Wir wussten noch, was wir wollten. Warum seid ihr so unentschieden? Täte man nicht besser, dieses sich hineinfinden in die Relativität positiver zu bewerten? Positiver jedenfalls als die hurtige, aber festgelegte Entscheidungsfreudigkeit, die immer schon weiß, was zu tun ist, wohin man gehört und was dem Menschen frommt. Gerade darin werden die Festgelegten nämlich nicht selten zu Opfern der gesellschaftlichen und ideologischen Manipulationen. Eilfertige Frühehen etwa werden nicht selten als eine vermeintliche Konsequenz aus solchen Entscheidungszwängen geschlossen. In Wahrheit sind es abgebrochene Erprobungsversuche. Und sie sind darum gefährdeter als Partnerschaften, die eine Probezeit hinter sich haben. Gerade der Festgelegte wird allzu leicht zum Bourgeois. Enttäuscht und irritiert durch das, worauf er sich fixiert hat, begrenzt durch seine nunmehr aufgezwungenen Möglichkeiten, dankbar ergeben der angebotenen Ideologie,
gefüttert mit einem bestimmten Quantum von Informationen, über das hinaus er nichts mehr aufzunehmen vermag und dann auch nicht aufnehmen will. Gerade er wehrt sich aggressiv dagegen, dass er sich selbst nicht richtig entschieden haben könnte. Wer jedoch gelernt hat, sich selbst und seine Möglichkeiten zu relativieren, der bleibt offen für Neues, für Wandlungen in der gesellschaftlichen Umwelt, wie im eigenen Lebensweg. Er ist in der Zukunft beheimatet. Die Suche nach Identität bleibt ihm lebenslang aufgegeben. Gewiss, diese Tugend der Relativierbarkeit macht unsicher. Sie ist als Haltung schwieriger zu praktizieren als die bereitwillige Fixierung. Diese Schwierigkeit jedoch werden wir in Kauf nehmen müssen. Ihr auszuweichen würde bedeuten, dass jener zeitraubende Prozess des Menschwerdens in Gesellschaft verharmlost wird. Die Folgen sind Blindheit, Enge, Hilflosigkeit angesichts von gesellschaftlichen Zwängen und totalitären Extremen. Drittens, sind es nicht jene der Relativierung Unfähigen, denen eine weitere Tugend mangelt, ohne die gesellschaftliche Freiheit unmöglich ist, Toleranz? Wiederum lehrt uns der geschäftige Alltag, dass man unausgetragene Gegensätze ertragen können muss. Man bleibt im Gespräch, obgleich man weiß, dass man sich vorläufig nichts zu sagen hat. Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, obgleich man nicht weiß, wie weiter verhandelt werden soll. Theoretische und ideologische Streitfragen bleiben in der Schwebe, obgleich jedermann glaubt, auf seiner Meinung beharren zu müssen. Man muss sich ertragen. Die Tugend der Toleranz hat im deutschen Sprachgebrauch noch immer einen leicht abwertenden Beiklang. Der Tolerante gilt als weich, unentschlossen, schwach, besonders wenn es um grundsätzliche und theoretische Fragen geht. Ist es nicht gerade umgekehrt, als ein Ausdruck innerer Stärke zu werten, wenn man den Andersdenkenden neben sich ertragen kann? Eine Kultur, die nun einmal der Subjektivität, der Wahl- und Meinungsfreiheit sowie der privaten Lebensgestaltung so viel Raum gegeben hat wie nie zuvor, braucht das Nebeneinander von unausgeglichenen Überzeugungen, damit praktisch ein gemeinsames Handeln möglich wird. Und die Fähigkeit, den anderen zu tolerieren, bedeutet ja in Wahrheit gar nicht, alles zu nivellieren und zu verzeihen, sondern sie ist ein Ausdruck dafür, dass man selbst aus einer innerlich begründeten Position lebt, anderes hören und abwägen kann, jedenfalls nicht unbedingt zu überzeugen und zu bekehren braucht. Sie ist, anders gesagt, ein politischer Ausdruck dessen, was wir mit dem großen Wort Liebe meinen, den anderen in seinem Anderssein annehmen. Liebende können sterben, hat einmal kurz und etwas rätselhaft Hegel gesagt. Sie können sich hineingeben in ein Anders als sie selbst. Sie können sich vermitteln. Sie brauchen nicht ängstlich an der Identität ihrer Überzeugungen festzuhalten, weil sie ihnen von anderswoher zuteil wird. Viertens, und damit eine letzte Tugend, die schwierigste vielleicht, personale Autorität. Ohne institutionelle Sicherungen zu überzeugen vermag, weil sie aus einem Glauben einer angenommenen Identität kommt. Über Autorität mag heute kaum einer gern reden, weil man darunter zumeist nur institutionell Versicherte versteht, die des Vaters, des Lehrers, des Pfarrers, Arztes oder Beamten, also die Autorität, die einer aus einem Amt hat. Hier muss natürlich von mir noch eine kleine Anmerkung gemacht werden. Da merkt man deutlich, dass dieser Artikel 1972 geschrieben worden ist, weil das Verhältnis zu Autoritäten hat sich ja in unserer Kultur in den letzten, das sind ja über 40 Jahre, massiv verändert. Heute möchte ich fast meinen, beklagen wir mancherorts einen Mangel an Autorität und einen Mangel an Respekt im Umgang miteinander. Und das gilt für die genannten Personen, für den genannten Personenkreis, der hier aufgezählt worden ist. Das Gegenteil ist heute häufig der Fall. Respektlosigkeit, keine Achtung und kein Respekt auch vor Amtsautoritäten. Das
war damals anders. Ich bin ja selber zu dieser Zeit groß geworden und die Strenge im Elternhaus und die Strenge teilweise an Schulen. Ich habe an anderer Stelle schon darüber geschrieben und gesprochen. Auch die Gewalt, die teilweise noch praktiziert wurden, sind mit der heutigen Zeit kaum noch zu vergleichen. Das nur am Rande. Diese Art von Autorität, die sich unter der Maske der Institution versteckt, ist uns längst zweifelhaft geworden. Gewiss, man muss sie hier und da fürchten, muss sich ihr beugen. Aber man kann sie als solche nicht achten. Denn Herrschaft und Ordnung beruhen, wie wir ausführten, aus funktionaler Sachlichkeit, auf Technizität, nicht auf einer religiösen oder vorrationalen Loyalität. Umso lebenswichtiger. Aber wird es für diese industrielle Zivilisation, dass es in all den institutionellen Vermittlungen einzelne Menschen gibt, auf die man hört, die zu überzeugen vermögen, denen man vertraut. Ihnen merkt man es an, dass sie nicht nur sachgerecht funktionieren, sondern dass sie auch sind, was ihnen ihr Amt zumutet. Dass sie auch zornig werden können, um der Sache willen, die sie vertreten. Der Vater, der mit seinem Kinde mitgehen kann. Der Lehrer, der seinen Schülern zur Mündigkeit verhilft. Der Pfarrer, der schlicht und vernünftig sagt, was er glaubt, statt sich hinter objektive Lehren zu verstecken. Der Arzt, der den Mythos des Medizinmannes zu durchbrechen weiß. Der Beamte, der es nicht nötig hat, sich fortwährend hinter die Kompetenzen seines Ressorts zu verbergen. Diese Autorität ist gefordert. Sie hebt gewiss die unentrinnbaren institutionellen Zwänge nicht auf. Sie lockert aber, macht sie durchlässig für das, was ich hier als gesellschaftliche Freiheit anzudeuten versuche. Das Bewusstsein einer personalen Identität in aller institutionellen Selbstentfremdung. Der Anspruch auf diese Freiheit, so wird man vielleicht zusammenfassend sagen dürfen, ist nicht mehr zurücknehmbar. Und der vordergründige Spielraum solcher Freiheit scheint sich unerhört gewachsen zu sein. Scheint auch unerhört gewachsen zu sein. Es gibt ein Recht auf eigene Lebensgestaltung, ja ein Recht auf Glück, auf gelungenes, wahlgemeistertes Dasein. Gebote, Vorschriften, Sanktionen können uns dies nicht absprechen. Denn der Mensch soll vor Gott eine eigenständige, freie, sich selbstbestimmende Person sein. Aber dieser Anspruch begegnet nun bestimmten Zwängen der gesellschaftlichen Regulierung. Die Gesellschaft scheint der freien Person kaum zu bedürfen. Sie braucht vielmehr das angepasste, sich ohne Mucken einordnende Wesen. Das ist es, was man Dialektik der Freiheit zu nennen pflegt. Die Gesellschaft, die eine Freie zu sein beansprucht, beraubt sich selbst der Praxis solcher Freiheit. Eigenständige Tugend scheint, um überleben zu können, sich den Anpassungen an objektive, ohne uns funktionierende Regelungen nicht entziehen zu können. Aber das ist Schein, den es zu durchschauen gilt. Denn in solchen nur objektiven Regelungen ginge allemal das verloren, wovon diese industrielle Zivilisation nun einmal lebt. Das Bewusstsein, Herr unseres Geschicks zu bleiben, frei zu werden zu können, solcher Dialektik der Freiheit eingedenk zu sein. Das dürfte die erste und letzte Regel sein, die uns zu einem tugendhaften Leben im gesellschaftlichen zu verhelfen. Nach Identität der Person fragen in all den Vorgängen und Prozessen, die von unserer selbst zu entfremden drohen. Die uns unseres selbst zu entfremden drohen. Aber kann man das? Und wie kann man das? Hier muss ich abschließend auf mein Verständnis des christlichen Glaubens rekurrieren. Ihm verdanke ich die Einsicht, dass jene Suche nach personaler Identität nicht vergeblich ist. Einst in den Geschichten des Neuen Testaments zerbrach Jesus von Nazareth an der Übermacht der zu jener Zeit sakrosanten gesellschaftlich-religiösen Institutionen. Sie brachten ihn ans Kreuz mit all dem, was er gelehrt und seinen Zeitgenossen bedeutet hatte. Dass nämlich allen Menschen vor Gott eine unendliche Freiheit zukomme. Sie mögen weltlich gestellt sein, wie sie wollen. Dass die einzelne Person Gottes unendlich wertvoll ist und dass die Unangepassten selig zu preisen sind. Diese Lehre brachte Jesus ans Kreuz. Das Kreuz aber wurde zum Symbol einer Erwartung dieser Humanitas über die Abgründe, Gründe von Tod, Scheitern, Nichts- und Sinnlosigkeit hinaus. Denn die Zeitgenossen haben den Gekreuzigten als den vom Tode Auferweckten und Wiederkommenden geglaubt. Mit diesem Glauben haben sie an all dem festgehalten, was Jesus ihnen mitgeteilt hatte.
Es sollte ja kein anderer sein, der sie durch ihre Geschichte begleitet. Kein anderer als der, der ihnen gesagt hatte, eure Identität ist bei Gott geborgen. Vielleicht gilt es heute, Gesellschaftlichkeit als Kreuz anzunehmen und die christliche Auferstehungshoffnung neu zu begreifen, als Hoffnung und personale Identität, die in aller institutionellen Selbstentfremdung nicht verloren geht. Dann wären jene vier Tugenden, von denen ich sprach, nicht unerfüllbare Forderungen, sondern sie wären Angebote, Anleitungen, Wegemarken zu dem hin, was Nachfolge Christi unter den heutigen Lebensbedingungen bedeutet. So viel von Wolf-Dieter Marsch. Und im Grunde genommen ist das, was ich jetzt vorgelesen habe, auch ein Gedenken, ein Andenken an Wolf-Dieter Marsch, der schon vor über 40 Jahren auf tragische Art und Weise zu Tode gekommen ist. Und diese von mir jetzt gerade wiedergegebenen Gedanken von ihm lassen uns an ihn erinnern. Und mich hat eben dieser Text nachdenklich gemacht. Verschiedene Dinge halte ich für sehr wichtig, unter anderem eben auch die von ihm erwähnte personale Identität, sich selber treu zu bleiben, eigene innere Überzeugungen zu haben, die unabhängig jetzt vom gesellschaftlichen Wertesystem, an die man sich hält, die einem Orientierung geben, die mir Orientierung geben und mich auch bestimmte Entwicklungen, die um mich herum passieren, kritisch sehen lassen, nicht alles für gut heißen, nicht überall mitlaufen, weil man selber keine eigene Mitte hat, sondern eine eigene Mitte haben, die mir ganz klar sagt, das ist gut für mich, das ist schlecht für mich, das will ich nicht. Die mir Orientierung gibt, in sich ruhen im Grunde genommen, und dieses von ihm auch, sage ich jetzt mal in gewisser Hinsicht schon erwähnte Gottvertrauen, mein Glaube an Gott, meine Verbundenheit, sage ich jetzt mal, an das Göttliche, hat zum einen mit meinem eigenen Schicksal zu tun, da gibt es auch Parallelen zu Wolf-Dieter Marsch. Ich habe zwar meinen Vater jetzt nicht im Krieg verloren, aber ich habe, sage ich mal, auch gesundheitlich viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen und ich habe ja auch eine Suchtkrankheit überwunden und diese Erfahrung, dass mir da eine Kraft zuteil geworden ist, dass mir eine Hilfe zuteil geworden ist, und eine Zuversicht erwachsen ist, die ich bis heute behalten habe. Und die es mir möglich gemacht hat, weit über 30 Jahre wirklich frei von jeglichen Drogen gelebt, überlebt zu haben und meinen Weg zu gehen und viele Hürden erfolgreich zu meistern, mich weiterzuentwickeln, auch in gesellschaftlicher Hinsicht, in beruflicher Hinsicht, ich hoffe auch in menschlicher Hinsicht. Alles das hätte ich ohne Gottes Hilfe, ohne die Kraft, die ich manchmal selber gar nicht mehr hatte und die trotzdem da war. Also meine persönliche Kraft, meine Kraft als Mensch war am Ende. Ich war voller Zweifel, teilweise hoffnungslos und irgendwo hat mich trotzdem irgendwas gehalten und hat mir die Zuversicht gegeben und an mir festzuhalten, mich nicht aufzugeben, meinen Weg weiterzugehen und da oder schützend die Hand auch über mich zu halten, wenn ich, sage ich jetzt mal, hoffnungslos war, wenn ich traurig war, wenn ich mich verloren geglaubt habe, wenn ich einsam war, wenn ich Niederlagen habe hinnehmen müssen, wenn ich den Tod anderer Angehöriger, Freunde und so weiter verarbeiten musste. All das ist ja jetzt in den 30 Jahren passiert. Da hat schützend Gott, ein Engel, die Hand über mich gehalten, auf mich aufgepasst, dass ich keine Dummheiten mache. Und nicht ich habe da auf mich aufgepasst, ich war gar nicht teilweise dazu in der Lage. Da hat jemand schützend die Hand über mich gehalten und hat mich bewacht, wie so ein kleines Kind, das schläft und wo jemand drüber wacht. Und da bin ich heute auch dankbar für. Und daraus wächst mein Gottesglauben und natürlich auch aus meiner Auseinandersetzung mit meiner Umwelt, mit der Faszination des Lebens, mit der
Vielfältigkeit, mit der Buntheit. Ich habe heute noch darüber nachgedacht, ob es jetzt Insekten sind, die Lebewesen, die Pflanzen, die so unterschiedlich, so vielfältig sind. Eine solche Kreativität könnten wir uns nie ausdenken. Formen, Kreation an Insekten, an Pflanzen, die jede Nische unseres Erdballs bedecken. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist unfassbar. Alleine der Flug einer Libelle, der Flug eines Kolibris oder das, es gibt Kolibris, die sind auf eine einzige Pflanze angewiesen. Da hat der Kolibri im wahrsten Sinne des Wortes mit der Pflanze eine Symbiose ist da eingegangen. Die Pflanze hat sich vollkommen dem Kolibri angepasst, dem Schnabel des Kolibris. Nur er ist in der Lage, den Nektar aus ihrer Blüte zu erholen und gleichzeitig damit die Pflanze zu bestäuben und weiter zu bestäuben. Gibt es den Kolibri nicht mehr, stirbt die Pflanze. Ist die Pflanze nicht mehr da, stirbt der Kolibri. Wie kann sowas, zwei unterschiedliche Arten, sich parallel so aufeinander zu entwickeln? Wie ist das möglich? Und so könnte man, oder Symbiosen und Gemeinschaften von verschiedenen Tieren, die sich gegenseitig helfen. Läuse, die von Ameisen gemolken werden. Und man könnte Läuse, die von Ameisen gemolken werden. Oder Pflanzen, die von Ameisen bewacht werden gegen Fraßschädlinge und so weiter und so fort. Ich könnte das jetzt fortführen. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn man sich mal darauf einlässt. Das ist wirklich ein Wunder. Das ist alleine das und unser selber, unser Körper, unser Geist, unser ganzer Organismus ist ein Wunder. Und wenn wir dann auch mal den Kopf heben und in den Himmel gucken, kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da wird man wirklich demütig und ich sag jetzt mal gut, wir kennen kein anderes intelligentes Wesen außer uns. Und kein anderes Lebewesen mit einer so ausgeprägten und weit entwickelten Ich-Identität wie wir. Und kein anderes Lebewesen, das, sag ich jetzt mal, sich mit Hilfe seines Verstandes so viele Möglichkeiten geschaffen hat, diesen Planeten zu besiedeln und zu leben und sich ja sein eigenes Leben und das seiner Art irgendwie leichter zu machen, zu erleichtern mit den technischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Das ist schon sehr erstaunlich. Aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass wir die Krönung der Schöpfung sind. Wir können uns dafür halten, weil es aber keine Parallele zu uns bis jetzt gefunden haben. Aber in den riesigen Weiten dieses Universums, dass Milliarden von Galaxien, die weitaus größer sind noch als unsere Milchstraße, beherbergt. Und mittlerweile geht man sogar von Paralleluniversen aus, also dass es nicht nur dieses eine Universum gibt, sondern dass es eben noch mehrere Universen gibt und dass sogar weitere Universen permanent entstehen. Das ist natürlich alles astronomische Theorie. Wir werden selbst dieses eine Universum, in dem wir jetzt existieren, niemals durchschreiten können, geschweige denn die Erfahrung machen, davon gehe ich jedenfalls aus, zumindest in absehbarer Zeit nicht, und absehbarer Zeit meine ich tausende von Jahren nicht. Werden wir natürlich auch keine Erfahrung machen, sage ich jetzt mal, andere Universen kennenzulernen. Aber alleine die Vorstellung davon, dass es das unter Umständen gibt, lässt, sage ich jetzt mal, jeden Science Fiction im Grunde genommen relativ ziemlich realistisch erscheinen. Ich habe mal so den Gedanken vertreten, dass man sich eigentlich nichts ausdenken kann, weil es nicht irgendwo gibt, woher wissen wir, womit wir als Materie überall verbunden sind, welche Kenntnisse unser Geist hat, von denen wir unser Bewusstsein keine Ahnung hat. Und insofern denkt sich vielleicht ein Science-Fiction-Autor irgendwas aus oder bekommt irgendwelche Botschaften von irgendwoher, was an anderer Stelle tatsächlich stattfindet. Für unmöglich halte ich das auf jeden Fall nicht, aber das ist auch nicht Thema meines Berichts. Es ging um die Tugenden. Ich finde das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, eine eigene Mitte zu haben, ja auch Dinge, für die man eintritt, die einem wichtig sind, nach denen man auch selber versucht zu leben und die man versucht dann auch nicht jetzt mit durch Vorleben, durch Überzeugung, aber durch friedliche Überzeugung auch an andere weiterzugeben. Ja, das soll es für heute gewesen sein, ist auch lang genug, ich danke recht herzlich. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss, der Randolph.